Hier ist der Gusor wieder. Es geht weiter im CW-Log. Ja, wieder. Ich werde es nie lernen. So, jetzt, da gehen wir mal in die Wiederholung rein. Und zwar, dann dürfte das aber auch nicht der Angriff sein. Aber gucken wir mal. Werden wir gleich sehen. Ja, genau. Genau, das ist nicht der Angriff. Das war der andere. Okay, also ich hau hier meine Golems raus. Bin der Meinung, auch der Rage gar nicht so verkehrt. Ich hätte eventuell noch ein bisschen weiter außen setzen können, dass die Magier gleich reingegangen wären in den Rage. Aber wir werden sehen, wie das abläuft. Wie gesagt, ich habe mir den auch jetzt nicht nochmal ein zweites Mal angeschaut. So, Packers jetzt im Rage und dann geht natürlich richtig, richtig die Fontäne ab. Jetzt aber hier ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Wir haben hier immer noch die CB drinne, die halt noch richtig Damage machen kann. Wenn ich jetzt natürlich die Golems und auch einen Packer drin habe, passiert da, wie ihr sagt, nichts. Deswegen müssen die Magier oder die Queen jetzt kommen. So. Golem halt noch hinterhergesetzt, weil ich mir dachte, ach komm, hier haust du noch. So, jetzt die Queen regelt, Magier auch ebenfalls und die CB-Einheiten werden halt durch Golems abgelenkt. Von daher einwandfrei. Also das ist ganz gut gelaufen. So, jetzt hatte die Queen freie Schussbahn. Und dann hier, zack, Packers, natürlich klare Geschichte. Da lassen die nichts anbrennen. Die reißen da ganz schnell mal so ein Rathaus auseinander. So, jetzt Rage der Queen. Und dann habe ich auch gemerkt, gut, okay, komm, du musst halt die 50% noch machen. Und dann dachte ich mir, oh, die waren hier gerade beschäftigt. Dachte ich mir, komm, dann holst du hier jetzt in dem Bereich noch die Bogies rein. Aber das hat auch nichts mehr, logischerweise, ganz ehrlich, da wird kein Freestyle mehr draus, das ist ganz klar, das weiß jeder. Aber das war ganz okay, aber ich hätte mir ganz ehrlich noch viel mehr erhofft, weil die Base war jetzt nicht so krass ausgemaxt, alleine schon von Mauern her nicht. Aber gut, so ist das Leben. So, jetzt aber gerne nochmal, aber wie gesagt, da ist auch wieder so, man muss sich damit nicht brüsten. Das Ding war das aber. Mega geil. Jetzt gucken wir. Marquis. Schauen wir mal. Ereignisse. Wo der Marquis eine kassiert hat, beziehungsweise nicht so krass kassiert hat, wie er hätte kriegen sollen. Und zwar da. Guck mal, hier ist eine klassische Go-Wipe. Ah, richtig böse. Hier richtig böse. Ja, die Mauerbrecher haben es schon mal geschafft. Okay, Mauer ist schon mal ein bisschen offen, aber auch nur der erste Teil. So, jetzt muss es weitergehen, ganz genau. King geht rauf, einwandfrei. Mauer down. Das sieht auch noch nicht so verkehrt aus. Golems gehen rein, cool. Ja, das ist auch eine knappe Kiste. Also ich meine hier, hätte das schon noch, das Town Hall hätte schon noch, ne, obwohl das wird garantiert down gegangen sein, weil ich habe wieder nicht drauf geguckt. So, und jetzt seht ihr aber hier Loons. Und die sind natürlich jetzt der Tod von den guten Truppen. Die reißen jetzt natürlich alles bam, bam, bam kaputt und fertig. Ganz klare Geschichte. So, somit haben wir 46%. Ich habe das natürlich zu meinem Vorteil genutzt und wusste, dass der Loons drin hat. Und dachte mir, hey, komm, du Arsch. Wenn du Loons hast, nehme ich auch Loons. Weil, ihr wisst selber, wenn ihr es nicht wisst, dann wisst das jetzt. Wenn ihr Loons habt, gehen die halt wirklich nur raus, wenn auch wirklich Bodentruppen am Start sind. Sonst holt's die Loons gar nicht aus der CB. Und wenn ihr die CB natürlich dann vorher noch killt, ist natürlich richtig fein, weil dann kommen die CB-Truppen gar nicht erst raus. Deswegen immer so ein bisschen Mix von allem machen, dass ihr wenigstens auch Lufttruppen angreifen könnt. Hätte ihr jetzt zum Beispiel einen Drache drin gehabt, zack, wäre der Drache rausgekommen. Ich sag mal, Rage-mäßig, denke ich, sind die gar nicht schlecht verteilt gewesen. Das hat ganz gut gepasst.
Und jetzt halt wirklich, um dass mir halt wirklich die Geschwindigkeit nicht wegrennt, halt die Luckys noch gedroppt. Und wie gesagt, die Lavahundwelpen bringen schon mega was. Hier geht jetzt noch ein Bogiturm down. Und dann dachte ich auch, okay, jetzt muss hier was gehen. Ich habe immer noch nicht die Queen gesetzt, weil ich dachte mir, nein, sonst kommen die Loons aus der CB. Und als sie dann gekillt war, habe ich mir gesagt, gut, okay, komm, jetzt Queen, zack, zack, zack. Und dann habe ich mir auch gesagt, jetzt muss die hier die Luftabwehr killen. Sonst sehe ich echt schwarz. Und als der, glaube ich, weg war, der Flächenschaden, habe ich die, glaube ich, sogar schon geraged, weil ich wusste, genau, ich wusste, es muss jetzt schnell gehen. Ich brauche jetzt die zusätzlichen Bogies, die halt wirklich die Luftabwehr killen. Und hier, das ging einwandfrei. Der King blieb schön in dem Giftzauber drinne stehen. Also da kann man gar nicht meckern. Das lief echt geil. Und somit war das ein richtig, richtig schöner Three-Star. Und kann man gar nicht meckern. Die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, die Luckys. Und das hat richtig gut geklappt. Da war echt Spannung dabei. So, also wie gesagt, da war das echt schon eine coole Nummer. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich noch was richtig, richtig Geiles drin habe. Haben wir noch einen coolen Three-Star drin? Nee, das war es eigentlich schon. Hier, 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 hier. Hier. Hatte ich den schon gezeigt? Nee, ich hoffe nicht. Und das ist das, was ich halt wirklich gerne sehe. Ich meine, Supercell ist auf 13, hat den 15er angegriffen. Aber hat sich halt gesagt, gut, okay, komm, den traue ich mir zu, das Ding wird was und fertig aus. Habe ich doch viel mehr davon, als wenn er gesagt hätte, gut, okay, komm, ich will mal einen auf dicke Hose machen, lass mal den 11. probieren und holt keinen Stern. Na, herzlichen Dank. Oh, das geht jetzt gerade richtig ins Gesicht, garantiert. Ja, klar, logisch. Oh, der Golem. Alter Verwalter. Richtig schade, aber es hat ja am Ende gereicht. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt sehe von den Truppen her, würde ich sagen, das klappt nie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn sie jetzt, wo sie auseinandergelaufen sind, hat man Donner gesehen, dass doch noch einiges am Start ist. Aber ich hätte gedacht, Alter, nee. Fail. Und das wird sich Supercell garantiert auch gedacht haben. Er dachte sich bestimmt auch, Alter, das wird eine richtig enge Kiste. Ganz ehrlich, ich würde immer noch sagen, oh, das wird nix. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, er hat hier fette Riesen am Start. Aber dass das ein 100er wird, hätte ich nie gedacht. Ah, jetzt auch die Pekkas hier noch kriegen auf die Fresse. Alter, was ist das für ein Hunderter? Krass. Ich bin immer noch der Meinung, dass das keiner wird. Übel. Echt krass. Ich meine, okay, jetzt hat er nur noch. Ja, aber trotzdem. Hast auch echt Glück gehabt, dass die Packers nicht jetzt sich mit der Tesla angelegt haben. Krasses Pferd, Junge. Krasses Pferd. Also ich sag mal, wenn man es eng haben will, dann ruft man dich an und du managst da was. Geiles Ding, auf jeden Fall. Damit möchte ich euch verabschieden für den. Oder? Hauen wir hier noch einen raus, mal gucken. Nee, das würde nicht reichen. Das würde mir nicht reichen. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt die nächsten paar Tage bzw. die nächsten paar Folgen dann wieder mit der Facecam hinbekomme. Und dann war es das. Ich wünsche euch was und ihr haut rein.